Die Landwirtschaft sieht sich aktuell mit Herausforderungen konfrontiert, die sich auf den ersten Blick widersprechen oder zumindest nur sehr schwierig miteinander zu vereinbaren sind. Da sind auf der einen Seite die Preise für Düngemittel in den letzten Jahren weltweit eklatant gestiegen und auch eine ausreichende Verfügbarkeit von Dünger ist nicht mehr gewährleistet. Auf der anderen Seite steht aber die Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung. Und dies gelingt natürlich in erster Linie mit einer ausreichenden und effizienten Pflanzenproduktion. Demgegenüber steht der Umweltschutz, auch und gerade in der Landtechnik, an erster Stelle. Die Düngemittelproduktion ist extrem energieintensiv. Der Abbau von Phosphor und Kali zerstört Landschaften und Biotope. Verschmutztes Grundwasser, belastete Böden und lokale Überdüngung haben ein Fächer an Regelungen und Verordnungen notwendig gemacht, die heutzutage den Einsatz von Dünger kontrollieren. Schlussendlich ist die gesellschaftliche Akzeptanz von Dünger über die Jahre gesunken. So steht der Gebrauch von Dünger generell auf dem Prüfstand. Wir müssen reden und darum haben wir heute zum Gespräch eingeladen Dr. Max Bauten, Product Director für Smart Farming bei Querneland, davor wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Technischen Hochschule in Köln, sowie Volker Schanzenbach, R&D-Manager der Querneland Grubsoos GmbH. Querneland und die TH Köln haben sich dem Thema Düngemitteleinsparungen im Maisanbau angenommen und das Forschungsprojekt PUDAMA ins Leben gerufen. Volker und Max, was genau bedeutet denn PUDAMA und wie ist die Idee zu dem Projekt entstanden? PUDAMA heißt punktgenaue Düngerapplikation bei der Maisaussaat und beschreibt schon relativ gut, was wir verfolgt haben. Sprich, eine punktuelle Applikation des Unterfußdüngers direkt bei der Maisaussaat. Und die Zielsetzung war im Grunde, 25% Dünger einsparen zu können bei gleichbleibendem Ertrag. Und das wurde dann entsprechend wissenschaftlich untersucht und in parallel auch dann die technische Entwicklung durchgeführt. Ich glaube, zur Ideenfindung kannst du am besten was sagen, Volker. Ja, ich hatte die Idee schon länger im Kopf gehabt. Und zwar basiert sie auf der Überlegung, dass die Wurzeln vom Mais den Dünger, der ungefähr 6 cm weit entfernt sind, nicht so schnell erreichen können. Wenn sie so groß sind, dass sie ihn erreichen könnten, ist er auch festgelegt oder nicht mehr vorhanden. Also kann man auch diese 25%, das war jetzt ein Daumenwert, sparen. Aber ich habe nicht so viel Interesse für dieses Projekt bekommen, bis dann Professor Till Meinl anrief, ob ich nicht wieder ein Projekt mit der TH machen wollte. Da habe ich dieses Projekt vorgeschlagen, dieses Thema vorgeschlagen und Professor Meinl war begeistert. Es passte auch letztendlich zu den Fördertöpfen, die da waren. Und so haben wir das Projekt angemeldet beim Bundeslandwirtschaftsministerium, haben auch einen Förderbescheid bekommen, aber der Kasus Knactus war, wir mussten erst nachweisen, dass wir tatsächlich 25% Dünger einsparen konnten, ohne dass der Ertrag sank. So sind wir zu dem Projekt gekommen. Max, wie genau darf man sich dann die Durchführung des Projekts an der TH vorstellen? Ja, wie schon gesagt, am Anfang stand der Pflanzenbau im Fokus. Das heißt, wir haben Feldversuche angelegt, wo wir dann die Düngerportionen entsprechend manuell neben jedes Saatkorn gelegt haben. Und so in Summe hat dann auch das Team der TH Köln nach den 3 Jahren weit über 20.000 Düngerportionen auf den verschiedenen Feldversuchsstandorten appliziert. Und das wurde dann entsprechend über 3 Jahre wissenschaftlich begleitet, über die komplette Wachstumsperiode, inklusive dann auch den Ertragsauswertungen, damit wir eben auch dieses Einsparpotenzial wissenschaftlich nachweisen können. Und parallel wurde dann im 2. Jahr auch mit der technischen Entwicklung basierend auf den guten Feldversuchsergebnissen angefangen. Und wie genau verlief dann die Zusammenarbeit zwischen der TH Köln und Querneland? Ich glaube, ich darf sagen, die verlief sehr gut. Gerade im Bereich der technischen Entwicklung haben wir im Grunde engen Kontakt gepflegt und uns entsprechend über die verschiedenen Lösungsansätze ausgetauscht und die über den Prozess hin gemeinsam beurteilt und dann entsprechend auch die Entscheidung getroffen, welche Konzepte wir weiterverfolgen möchten und welche Konzepte wir fallen lassen möchten. Und dann erklärt doch bitte mal den Transfer von der Projektidee an sich bis dann hin zur technischen Umsetzung.
Ja, die technische Entwicklung begann im Grunde dann im Forschungsprojekt. Sprich, wir haben ein Lösungskonzepte erarbeitet, die iterativ weiterentwickelt und unter Laborbedingungen dann erstmal bis zu einem gewissen Entwicklungsgrad weitergeführt. Und dann der Abschluss des Forschungsprojekts war dann im Grunde ein Funktionsmuster, wo wir das Ganze auf einer vierreihigen Optima dann einmal demonstriert haben, dass das Lösungskonzept an sich funktioniert. Und dann ging es dann für die Kollegen in Soest an die industrielle Umsetzung des Konzeptes. Ja, dann ist die Maschine eben noch lange nicht fertig. Man hat ein Functional Model und das muss man sich so vorstellen. Da liegen sämtliche Kabel noch auf der Maschine, da sind Laptops drauf, da sind offene Ventile. Das Düngerschar passt nur an diese vierreihige Maschine. Also wir müssen das dann standardisieren, dass alles in unser Programm passt. Aber wir haben eben den Vorteil, dass wir genau die Parameter kennen, die wir treffen müssen, um zum Beispiel kurze Depotlängen zu bekommen. Und das war natürlich ein großer Vorteil. Eine Herausforderung ist natürlich immer wieder die elektronische Hard- und Software. Die muss so gestaltet werden, dass eben der Kunde auch möglichst einfach mit der Maschine umgehen kann. Das Ganze hat dann nochmal fast 3 Jahre gedauert. Volker, du hast da jetzt ein Modell neben dir stehen, ein Modell vom Düngerschar mitgebracht. Kannst du da einmal direkt erklären, wie das Prinzip Podama funktioniert? Ja, das ist auch der interessanteste Teil der Podama-Maschine. Wir haben eine Düngerdosierung, die volumetrisch ist, so wie auch bei der Bandsaat. Der große Unterschied ist, dass wir eben den Auslauf dann zumachen. Dazu haben wir einen Trick gehabt. Wir nehmen diese Bürste, das ist eine Bürste, die trichterförmig ausgeformt ist. Wir sammeln dort den Dünger für das Depot. Das sind 8, 9, 10 Körner. Und die müssen dann schlagartig aus dem sozusagen Vorratsbehälter herausgeschleudert werden, um ein möglichst kurzes Depot zu haben. Das heißt, möglichst auf einem Klecks alle Düngerkörner zu landen. Dazu haben wir hier eine Druckluftversorgung und das Pneumatikventil öffnet und pustet dann die Düngerkörner raus. Die Borsten öffnen sich und ziehen sich sofort wieder zusammen und sind wieder neu bereit für eine nächste Portion. Das Ganze muss natürlich gesteuert werden. Das wird angesteuert über den vom Optosensor der Sähscheibe. Also wir nehmen die Kornfrequenz ab und haben dann einen bestimmten Offset, sodass wir den Dünger gleichzeitig neben dem Saatkorn platzieren. Gleichzeitig passiert das natürlich nicht, weil zuerst der Dünger abgelegt wird und dann das Saatkorn. Das wird berechnet, sodass das dann synchronisiert übereinstimmt. Wichtig ist eben auch der Auswurfwinkel, damit dieses Depot, wie eben schon gesagt, möglichst kurz ist. Wir sprechen so von 50 mm Länge. Volker, wir haben mittlerweile Anfang 2023. Die Prototypenphase ist jetzt abgeschlossen. Inwieweit konnten die bisherigen Ergebnisse der Düngemitteleinsparungen verifiziert werden? Ja, die Prototypenphase dient natürlich hauptsächlich, die Performance der Maschine unter Beweis zu stellen, dass eben diese Ablagegeschichten unbedingt passen. Aber wir haben natürlich auch die Chance genommen und Feldversuche angelegt, eben keine Exaktversuche. Man hat sich das dann so vorzustellen, man nimmt ein möglichst homogenes Feld und besät dann eine Hälfte mit 100% Dünger und die andere mit 75% nach dem Podama-Prinzip und vergleicht dann die Erträge. Das haben wir in verschiedenen Standorten gemacht und wir haben jedes Mal bei der 75% Variante von Podama immer 100% Ertrag bekommen. Also damit auch in der Praxis unter Beweis gestellt, dass diese These stimmt. 25% real gesprochen sind für Deutschland 80.000 Tonnen Dünger, die eingespart werden können und europaweit 500.000 Tonnen jährlich Einsparung. Dieser Dünger muss erst gar nicht produziert werden. Wir brauchen keine Energie. Wir brauchen kein CO2. Es entstehen keine Stickoxide. Wir haben keinen Transport. Und insofern ist das mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sind jetzt am Beginn der Nullserienphase. Kannst du kurz umreißen, wie die vonstatten geht?
Ja, wir sind in der Vorbereitungsphase. Das heißt, wir machen Training für Service und Vertrieb. Unsere Leute müssen natürlich auch die neue Technik bestmöglich kennenlernen, um die Maschinen draußen gut in den Acker zu bringen. Dann werden wir 8 Maschinen haben in der Nullserie. Das sind meistens Vorführmaschinen, die eben in die verschiedenen Länder Europas gehen. Und dort werden wir wieder die Gelegenheit nutzen, wiederum Versuche zu machen. Alle mit dem gleichen Setup, damit wir die Ergebnisse vergleichen können. Und dann gegebenenfalls auf der AG Technica, wo die Maschine auch stehen wird, dann wieder vorstellen. Es ist immer wichtig, dass man auch landesspezifische Ergebnisse hat, weil die Farmer sich dann damit besser identifizieren können. Max, zu dir. Wie beurteilst du die Bedeutung von Podama auf der einen Seite für den Landwirt, aber generell auch für die Gesellschaft allgemein? Ich glaube, für den Landwirt ist Podama primär ein zusätzliches Werkzeug, was wir ihm an die Hand geben möchten, um die Effizienz im Ackerbau weiter vorantreiben zu können. Und wie schon erläutert von Volker, hier gehen auch ganz klar die pflanzenbaulich, aber auch die wirtschaftlichen Vorteile für den Landwirt Hand in Hand. Der gesellschaftliche Vorteil ist, denke ich, etwas vielschichtiger. Wie schon erläutert, geht es sehr stark in Richtung Ressourcenknappheitsvermeidung. Das heißt, im Grunde ist das eine proaktive Maßnahme, um zukünftige Ressourcenknappheiten zu vermindern oder zu vermeiden und gleichzeitig auch entsprechend negative Umwelteinflüsse zu vermeiden. Das heißt, hier im Idealfall wird der Großteil der Bevölkerung nichts davon mitkriegen, weil entsprechende Nachrichtenmeldungen in Zukunft einfach nicht notwendig sind, weil wir entsprechend Maßnahmen ergreifen konnten, um solche Themen zu vermeiden. Und ich glaube, auch das wird in der Kommunikation zwischen Landwirtschaft und der Gesellschaft weiterhelfen in Richtung einer zukunftsorientierten Landwirtschaft. Vielleicht klicke ich da nochmal ein zum wirtschaftlichen Vorteil, um das zu konkretisieren. So ein System amortisiert sich nach 2 Jahren. Eine Haltungsdauer von dieser Maschine beim Unternehmer 5 Jahre. Ja, also kann ich 3 Jahre wirklich aus der Differenz Profit gewinnen. Im Moment, Volker, um bei dir zu bleiben, im Moment gibt es Podama an der gezogenen Optima TF Profi mit SX Highspeed Serien. Gibt es denn Überlegungen, das Podama-Prinzip in Zukunft auch an anderen Optima-Modellen anzubieten? Und ist das eventuell sogar nachrüstbar dann? Ja, auf jeden Fall. Die nächste Maschine ist die Optima F, die wir derzeit schon vorbereiten. Das ist die 6 Meter angebaute Maschine. Und weitere Maschinen entscheiden wir dann, je nachdem, wie die Marktlage ist. Zur Nachrüstung ist zu sagen, dass sie doch relativ aufwendig ist. Wir haben es noch nicht durchkalkuliert, aber so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, lohnt sich das nicht. Max, noch einmal zu dir. Du bist inzwischen Product Director für Smart Farming bei Querneland. Wo siehst du jetzt ganz persönlich die Verantwortung Quernelands, aber auch anderer Firmen der Agrarbranche, gerade auch im Hinblick auf eine zukunftsfähige Landwirtschaft? Naja, ich glaube erstmal, dass es nicht viele Branchen gibt, die von sich behaupten können, gleichermaßen zur Welternährung, zum Umweltschutz und zum wirtschaftlichen Wohlstand beitragen zu können. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Querneland oder als Agrarbranche insgesamt ist, den Landwirten auch in der Zukunft Produkte, Systeme und auch Dienstleistungen an die Hand geben zu können und anbieten zu können, um eine zukunftsfähige Landwirtschaft erst zu ermöglichen. Ich glaube, dass Technologie per se nicht die Welt retten wird. Aber ich bin sehr fest davon überzeugt, dass ein sinnvoller Einsatz von Technologie einen sehr großen Beitrag dazu leisten kann, entsprechend diesen Spagat der verschiedenen Anforderungen zwischen Welternährung, Umweltschutz, aber eben auch den wirtschaftlichen Anforderungen leisten zu können. Und ich denke, Podama ist hier ein tolles Beispiel, wie sowas auch zukünftig gelingen kann. Ja, vielen Dank euch beiden. Schön, dass ihr heute hier sein konntet. War sehr interessant mit euch. Vielen Dank auch euch fürs Zuschauen. Wenn ihr euch noch weiter informieren möchtet, dann schaut gerne auf querneland.com/podama oder besucht uns auf der Agritechnica. Bis dahin. When farming means business.